Willkommen zurück bei Licht und Finsternis. Wir sind im Anwesen des Magiers angekommen und ja, haben uns mal auf die Suche nach ihm gemacht. Doch bis jetzt haben wir noch keine Spur von ihm gefunden. Wir haben ein paar andere Sachen gemacht, ein paar Gegner erledigt, ein Bücherrätsel gelöst. Und ja, ich denke mal, hier geht es weiter. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Echt? Ich würde mal sagen, das ist ein normaler Flügel, aber okay. Dämonen haben anscheinend so etwas nicht. Nichts Besonderes. Na gut, ich hoffe mal, hier geht es weiter. Jawohl. Und... Huch. Anscheinend hat der Magier etwas gegen Besucher. Dieses Ding sieht gefährlich aus. Unsinn. Das ist nichts mehr als ein Haufen Metall. Das wird ein Kinderspiel. Na, wenn du meinst. Sieht ein bisschen bedrohlich aus. Naja, wir werden es gleich herausfinden. Der Wächter also. Naja, mal sehen, was er so drauf hat. Oh, und Lea geht's gar nicht gut. Das... Oje, das... habe ich jetzt zu spüren bekommen. Nicht gut. Wir müssen unbedingt Lea wieder heilen. Belebt ohnmächtige Charakter. Haben wir auch ein zwei Stück vom Engelskraut. Aber es muss sein. So. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Wir haben ja auch nicht mehr viele... Tränke, wenn überhaupt noch einen. Nö, ich sehe irgendwie nichts mehr. Schlaf und Pulle wäre auch mal eine Sache, aber ich will doch jetzt nicht meine ganzen Items daran verschwenden. So, also ich habe jetzt mal wieder ein bisschen was zum Zaubern reingeworfen. Und ja, hier haben wir nach wie vor nichts. Wir könnten lediglich hier mal wieder was machen. Okay, ein schöner Schaden, aber wir müssen uns trotzdem heilen. Also ich fürchte, das wird nicht gut gehen. Ich muss mich eigentlich heilen. Statuszustände, Vergiftungen, Energie. Ach, das ist nicht gut, ey. Ich muss einkaufen. Senkt Angriff um 50. Ja, natürlich auch was, aber ich will das eigentlich nicht verschwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir lassen es mal. Tja, ich kann mich nicht mehr heilen, das ist schlecht. Glimmerstaub, TP 100. Okay, das hört sich interessant an. Hier ist eine Art Heilung. Das würde ich sagen, nehmen wir doch gleich mal. Und zwar auf Lea. Sehr schön, jetzt haben wir wieder volle HP. Und hier, denke ich mal, geht's noch gut. Ja, wir greifen jetzt einfach mal an. Und vielleicht können wir auch noch irgendwas anderes machen. Ich gucke gerade Magie. Nee, das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Vielleicht können wir ja noch irgendwas anderes machen. Okay, Flammenschlag schon mal nicht. Ich sehe auch die Energieanzeige nicht wegen meiner Aufnahme, also wegen der Fraps-Anzahl. Das, glaube ich, muss ich nochmal ändern. Dass es woanders steht. Na gut, wir greifen jetzt einfach mal an. Vielleicht hat auch Lea Energie. Ich sehe es leider nicht. Das muss ich unbedingt ändern. Aber Hauptsache, uns geht es noch mit der HP einigermaßen gut. Also greifen wir einfach mal weiter an. Okay. Naja, ich denke mal, wir sollten ihn klein kriegen. Also noch bin ich zuversichtlich. Oh, gleich auf beide. Tja, wir müssen uns gleich wieder heilen. Einmal wage ich es noch. So. Ja, ich hoffe mal, er wird bald fallen. Oh je, das war schon wieder sehr knapp. Ja, ich muss mal gucken, wegen der Heilung wieder.
Und ich kenne mich leider immer noch nicht so gut in meinem Inventar aus. Wie man sieht, das ist nämlich das Falsche. Ich möchte mich eigentlich heilen. Vielleicht kann das auch nur Lea. Bernsteinfunken. Okay. Ich glaube, das kann nur Lea mit der Heilung. Kann das sein? Also ich sehe hier leider zumindest nichts. Moment, wir haben ja Lea. Ach egal, wir greifen uns noch einmal an. So, und du... Oh oh. Ach, das war nicht gut. Ich hätte gedacht, wir kommen jetzt schon dran, aber das ist zu spät. Ich glaube, wir werden unseren ersten Tod erleben. Das ist nicht gut. Tja, unser letztes Engelskraut, da geht es dahin. Und wir sind auch noch nicht vollgeheilt damit. Genau, hier können wir rein unter Magie. Tja, müssen wir uns schon wieder heilen. Was macht er denn jetzt? Schwäche, okay. Egal. Gut, machen wir mal irgendwas anderes. Feuerangriff. 30 Schaden ist jetzt aber auch nicht so gut, denke ich mal. Ich will lieber mal zusehen, dass ich ihm weiter Schaden mache. Noch geht's ja, auch wenn Lea schon wieder ein bisschen rumhängt. Ich hoffe, das geht nicht mehr allzu lange. Ich muss unbedingt mal wieder ins Dorf zurück und einkaufen. Okay, Schwäche schon wieder. Macht er seine blöden Zauber. Auch nicht sehr toll. Okay. Ich hoffe mal, er wird bald fallen. Tja, wir müssen uns wohl in Kürze schon wieder heilen. Soll ich es noch einmal wagen? Wir trauen uns noch einmal. Ich hoffe, er wird bald fallen. Okay, es ist soweit. Jetzt muss ich schon wieder eine Heilung sprechen. Gut, ja, ich muss hier leider immer wieder gucken. Ich kenne mich leider noch nicht so ganz aus. Aber ich glaube, Heilzauber kann irgendwie nur Tierraum. Kann das sein? Wirbelwind, Talisman. Ich glaube schon. Oder was ist das? Wir können ja auch das mal machen. Aber heilen kann wohl nur er. Und wir haben ihn. Ein Glück. Das war ja schon wieder eine enge Kiste. Laborutensilien, okay. Na gut, komische Tränke. Ich habe echt Angst weiterzugehen. Eine undefinierbare Flüssigkeit. Bücher über Dämonen, okay. Tote Homunkuli. Bücher und Tränke. Ist hier nirgends ein Heiltrank oder was? Anscheinend macht der Magier Experimente mit Homunkuli. Ja, so sieht's aus. Leere Gläser. Okay, schade. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt nochmal speichern gehen. Da wir diesen Kampf wenigstens geschafft haben. Tja. Gehen wir weiter. Mal sehen, was uns erwartet. Ich würde hoffen, dass hier bald Ende ist. Nichts Besonderes. Und hier auch nichts. Wir sind gerade ziemlich leer, muss ich sagen. Der Magier wird vielleicht Dämonen zu seinem Schutz beschworen haben. Besser, ich gehe erstmal alleine rein. Okay. Hey, was soll das? Mach sofort die Tür wieder auf. Tja, wir haben ja unsere eigenen Ziele. Du bist also der Narr, der es gewagt hat, in mein Versteck einzudringen. Spar dir die Sprüche.
Ich bin nicht wegen dir oder deinem Schätzen hier. Weswegen sonst? Ist dein Pentagramm stark genug, um zur Unterwelt Kontakt aufzunehmen? Natürlich, sofern man die richtige Formel kennt und die Dämonen anzurufen. Was? Karl, dem Ball! Okay. Unmöglich! Woher kennst du die Worte, um Ball anzurufen? Kein Magier hat das jemals geschafft. Sowas spricht sich in der Unterwelt schnell herum. Ach, sieh einer an. Du bist also noch am Leben. Selfie hat schon überall herum erzählt, dass ein grüner Wind dich in Stücke gerissen hat. Ich hätte mir denken können, dass dieser Bastard mich für tot erklärt. Wo bist du? Auf der Oberwelt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder in die Unterwelt zurückkomme. Welch günstiger Wind des Schicksals. Ich kann euren Optimismus nicht ganz teilen. Du verstehst nicht. Gerade jetzt, wo mir Belzebub so zusetzt, würde es mir sehr nützen, wenn ich Kontrolle über die gesamte Oberwelt hätte. Aber wie du weißt, befindet sich zwischen Ober- und Unterwelt ein Bannfeld, das dieser verfluchte Primas erschaffen hat. Auf normalen Wege können wir Dämonen das Bannfeld nicht passieren. Aber nun bist du, einer meiner fähigsten Diener auf der Oberwelt. Du wirst einen Weg finden, das Bannfeld aufzuheben. So gelangst du wieder in die Unterwelt und ich kann die Oberwelt in Besitz nehmen. Jetzt verstehe ich, was ihr vorhabt. Ich schwöre euch, dass ich einen Weg finden werde, das Bannfeld zu zerstören. Sehr gut. Wenn du erfolgreich bist, dann verspreche ich dir, dich zu meinem ersten General zu befördern. Ich möchte euch dienen, Herr, und euch dabei helfen, einen Weg zu finden, das Bannfeld zu zerstören. Gut, dann sammle alle Informationen, die du über das Bannfeld findest, und halt mich auf den Laufenden. Mit den Worten Xenraxtiaram kannst du mich rufen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Ach ja, und kein Wort zu meiner Begleiterin. Niemand darf wissen, dass ich ein Dämon bin. Wie ihr wünscht. Was fällt dir ein? Wieso hast du mich ausgesperrt? Nur zu deinem Schutz. Das glaube ich dir nicht. Du wolltest dir die Schätze allein unter den Nagel reißen. Schau dich um. Hier sind keine Schätze. Er hat recht. Von dem Reichtum, den ich einmal besaß, ist nichts mehr da. Der Kirchenorden hat mir alles genommen. Und mich in die Isolation getrieben. Na toll! Dann haben wir den ganzen Weg umsonst gemacht? Lässt sich halt nicht ändern. Wir sollten zurück zu Dilvana gehen. Was anderes bleibt uns wohl nicht übrig. Tja, doch kein Kampf mit dem Magier. Weißt du, was mir heute Mittag ein Händler erzählt hat? In Eldrain sollen Dämonen aufgetaucht sein. Eldrain? Dort sollte ich mich mal umsehen. Überall, wo Dämonen auftauchen, müsste das Bannfeld geschwächt sein. Ich werde mich morgen früh sofort auf den Weg machen, aber diese Lea lasse ich besser hier zurück. Sag mal, wo liegt dieses Eldrain? Nördlich von hier. Aber wieso fragst du? Interessieren dich die Dämonen so sehr? Nein, schon gut. Schätze lassen sich da sicherlich nicht holen. Glaube ich auch nicht. Endlich schläft er. Mal sehen, was er so alles bei sich hat. Oh oh. Nichts Besonderes. Also hat er mit dem Schätzen wirklich die Wahrheit gesagt.
Aber wieso hat er sich in dem Magier so lange eingeschlossen? Selfie. Oh, er spricht im Schlaf. Ich reiß dir dein verdammtes Herz aus der Brust und ess es vor deinen Augen auf. den scheint er ja wirklich gern zu haben. Ein bisschen seltsam ist er ja schon. Als er dort vor dem Fenster stand, kam es mir so vor, als ob er den Tag- und Nachtwechsel das erste Mal erlebt hat. Aber das kann nicht sein. Ich frage mich, wo er ausgebildet wurde, so stark wie er ist. Vielleicht gehört er einer Eliteeinheit der Kirche an. Deswegen verrät er auch nichts über seine Herkunft. Aber ich werde das schon noch herauskriegen. Okay. Es ist wieder Tag und es hat auch keinen Kampf mit dem Magier gegeben. Unser Glück, denn ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. In meinem Zustand, wie ich bin. Und Kleidungsstücke, okay. Sie hat noch keinen Verdacht geschöpft und schläft jetzt. Ich sollte sie nicht wecken. Nein, sollten wir nicht. Leer. Und bitte, bitte, lass mich jetzt vollgeheilt sein. Na endlich, wenigstens das. Moment, was ist das? Okay. Ich hatte gerade einen komischen Bug, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mit dir sprechen ist eigentlich Quatsch, weil wir sind ausgeruht. An erster Stelle möchte ich natürlich jetzt einkaufen gehen und als nächstes werden wir wohl dieses Örtchen verlassen und Lia zurücklassen, wie es sich anhört. Gut, mal speichern. Anscheinend wollen wir dann zu einem Ort, wo das Kraftfeld schwächer ist und auch Dämonen sein sollen. Na, ich bin gespannt. So, jetzt habe ich wieder mal das alte Problem, den Shop zu finden. Aber irgendwo wird das schon sein. Vielleicht hier. Nein. Da schon mal nicht. Okay. Hier unten auch nicht. Hier drüben kann ich, glaube ich, jetzt auch nicht. Ich glaube, das war der Shop, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, wir haben auch schön Gold gesammelt. Das ist sehr gut. Wir brauchen unbedingt Heiltränke und ähnliches. Gut, was kostet ein Trank? 20. So, nehmen wir einfach mal noch ein paar mit. Und gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Blaukraut, Engelskraut. Engelskraut kostet 150. Oh Mann. Kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. Steigeisen, leere Flasche. Also ich bin schon dazu verleitet, dass ich mich komplett mit Heiltränken eindecke, da die eh so knapp sind und die Kämpfe auch nicht gerade einfach sind. Und das sind wohl noch andere Sachen. Energie. Heiltränke. Okay. Ich verstehe zwar nicht, warum ich hier Heiltränke und anderes auswählen kann und hier auch noch irgendwie. Blaukraut 4. Ach, da kann ich irgendwie mehr kaufen oder was? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach, ich... Oh shit, ich kann die hier verkaufen, oder? Glaube ich. Das war jetzt nicht so toll. Oder? Moment, ich bin jetzt gerade verwirrt. Hier kann ich Heiltränke kaufen. Weil mein Gold wird weniger, ganz klar. Ja gut, ich habe jetzt mal neuen Heiltränke und hier kann ich sie wohl wieder verkaufen. Oh Mann, das war jetzt nicht so toll. Na gut. Mehr können wir eh nicht machen. Was soll's? Wird jetzt schon passen. Aber irgendwie lässt einem auch das Spiel da ein bisschen alleine, muss ich sagen, was Erklärungen und so angeht. Naja, ich bin hier halt noch nicht so der Profi, was soll's. Gehen wir mal weiter, auch wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wohin jetzt. Ich hätte die Idee, da oben rechts lang zu gehen, wo wir mal waren. Oder wir können auch mal noch kurz
nach unten gehen, ob sich da was getan hat. Hierhin, aber anscheinend nicht. Okay. Na gut, da drüben wird wohl auch nichts mehr sein. Auch keinerlei Gegner mehr, nichts. Die Brücke ist nach wie vor eingestürzt. Und da war ja nur noch die Höhle. Gut, also ich denke mal, hier haben wir alles. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo es weitergeht. Ich schätze mal hier drüben dann. Da war das Dorf und jetzt biegen wir mal hier ab. Ich weiß auch immer noch nicht, was es mit diesen Pilzen auf sich hat, mit diesem Saft oder was da gemeint wurde. Eine leere Flasche füllen. Ah, okay. Saft in Flasche füllen, ja mach ruhig. Pilzsaft erhalten. Okay, schön. Seltsamer Pilz. Müsste ich dann noch mehr Behälter kaufen? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was mir das bringt. Gucken wir mal rein. Pilzsaft also. Pilzsaft erhöht Angriff um 50%. Also wohl eine einmalige Anwendung. Aber auch nicht unbedingt schlecht, muss man dazu sagen. Na denn. Gehen wir weiter. Und hoffen noch den Weg zu finden, wo es weitergeht das nächste Mal. Tja, wir sind auch noch kein einziges Mal gestorben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenigstens das, aber es könnte uns schon noch passieren. So, hier geht es rein. Ich habe mir schon fast gedacht, aber ich sehe bis jetzt bloß eine Kiste. Mit 35 Goldmünzen, einen Jade-Talisman und einen Heilknollen. Gut, schöne Sachen, aber deswegen weiß ich mal wieder nicht, wo es weitergeht. Naja, legen wir mal das an. Genau, Tiram Talisman. Beschwert grünen Ritter. Okay. Ist das jetzt etwas Einmaliges, oder? Beschwört grünen Ritter. Na gut, ich lass das mal. Vielleicht ist das auch nur was Einmaliges, ich weiß nicht. Irgendwie wird man da ziemlich alleine gelassen, muss ich sagen. Was Erklärungen und so angeht. Da drüben kann ich nicht hin. Tja, wo geht's denn weiter? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir irgendeine Richtungsangabe oder so hatten. Vielleicht müssen wir auch nur nördlich von hier weiter. Denn da war ja noch ein Weg blockiert, sage ich mal. Gut, aber hier schon mal nichts. Es war ja nur die Höhle und da waren wir schon. Ich bin gerade ein bisschen verlaufen. Ich muss mal gucken. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo es hingeht. Wir müssen hier noch eins nach links und dann nach oben. Genau. Dann dürfte links wieder dieser Berg sein, der zum Magier führt. Genau hier und ich denke mal, da geht es jetzt weiter. Genau. So, also ein neues Gebiet mit ein paar Fischen. Naja, die werden mir schon nicht gleich was tun. Und Gegner sehe ich ansonsten hier mal nicht. Nur ein Schild. Auf dem Schild steht, vom Wasser fernhalten, Lebensgefahr. Okay, jetzt bin ich ein bisschen eingeschüchtert. Ich will eigentlich nicht sterben oder so, dann würde ich lieber noch vorher speichern gehen. Aber andererseits würde ich die Fische schon gerne mal versuchen. Könnten wir auch was Interessantes bekommen. Okay, was machen die hier? Ich hoffe mal nicht, dass die mich gleich ausrauben wollen oder so. Immerhin ein Heiltrank. Na gut, quatschen wir mal mit denen. Alter, im Norden soll es noch viel schlimmer sein. Davon habe ich auch schon gehört. Woher kommen nur diese ganzen Dämonen. Als ich klein gewesen bin, hörte man vielleicht einmal im Jahr, dass die Inquisitoren der Kirche ausziehen mussten, um ein Dorf zu reinigen. Doch nun passiert das fast täglich. Nee, vielleicht ist das eine Strafe Primas. Wer weiß. Das Auftauchen der vielen Dämonen muss einen Grund haben. Es könnte sein, dass
dass Banfield schon von ganz alleine schwächer wird. Interessant, kann ich was abhaben von euren Essen? Nein, natürlich nicht. Und hier ist auch nichts weiter. Immerhin einen Heiltrank gefunden. Gut, da unten geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir halt wieder. So. Und da sehe ich ein neues Dörfchen, das wohl, wo wir hin sollten. Und der Typ in der Kapuze ist ja schon sowas von verdächtig. Daraufhin speichern wir doch gleich mal ab. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Dörfchen das nächste Mal erst an. Denn, tja, wir sind schon wieder an der Zeit. Und mal sehen, was uns hier so alles erwartet und was wir... was es auch mit Lia auf sich hat, die wir einfach zurückgelassen haben. Ich denke mal, wir werden sie wiedersehen. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal bei Licht und Finsternis.